Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen und hallo auch an Orson Milinski. Hallo! Moin! Wir sind hier vor einem ziemlich mysteriösen Tempel, denn wir haben heute auch eine mysteriöse Aufgabe. Also beziehungsweise hat dieser Tempel auch einen ganz expliziten Namen, aber den möchte ich euch noch nicht verraten, weil der würde schon verraten, was wir heute machen. Aber ich verrate es euch eigentlich ja jetzt eh. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Truni-Diener, die habe ich schon mal vorbereitet. Dann kannst du dir schon mal hier eine. Nee, ich will links sein. Ich will links sein. Spaß. So, und zwar, Leute, ihr seht schon, wir können uns heute wieder klein machen und ich habe ein paar Mini-Blöcke hier vorbereitet. Guckt mal, wie klein die sind. Ja, Lina, in der Größe wirst du aber ganz schön lang brauchen, um hier hinzulaufen. Okay, dann warten wir hier mal. Und zwar ist das der... Wow. Oh, pass auf. Ey. Das war knapp. Das ist der Creeper-Tempel. Oh. Und wir müssen einen sehr, sehr, sehr coolen Creeper bauen, um den Creeper-Gott mild zu stimmen. Und wenn wir den aber hässlich bauen, Nina, dann rastet der aus und dann flutet der das Ganze mit Lava und... Ach, das wäre nicht so gut, weißt du, weil hier ist daneben auch noch ein Dorf und naja, du weißt schon, ne? Also, wie gesagt, es gibt Team links hier, das bin ich, und Team rechts ist auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir hier so ein kleines, naja, einen Altar und hier können wir diesen Creeper dann bauen. Und wenn der schön ist, dann... Hier drin? Ja, warte. Ja, genau. Okay. So, okay, da bin ich mal gespannt, Elina, wer hier das Coolere bauen kann. Ich auch. Wir machen uns klein. So, und jetzt hier die Mitte. Ich glaube, das hier ist die Mitte, oder? So, beginnen wir mal. Ich würde sagen, wir bauen aber nur den... Also ich baue nur den Kopf, Elina. Du kannst das ja machen, wie du willst. Welche Farbe hat der denn? Grün. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben verschiedene. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Nee, das auf keinen Fall. Das hatten wir schon. Das ist das. Das, ja. Ich nehme das. Das sieht am coolsten aus, glaube ich. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und 9 hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jetzt haben wir schon mal die... Oh, ups, jetzt haben wir schon mal das Außengebiet. Ich bin gerade dabei, hier erstmal den ganzen Kram hier einzu... Oh, nein, ich war nicht im Game-Mode. Abgerissen. Oder? Oh. Was passiert? Oh, was passiert hier? Ich weiß es auch nicht, ich sehe es ja nicht. Ich habe eine Idee. Da müssen wir aber... Immer eine Idee. Ja, wie macht man denn die Augen? So? Oder so? So? Ja, ich glaube, das ist cool. Und das machen wir von innen. Pass auf, das so. Okay, und hier auch. Das muss ja von innen cool aussehen, weil man soll ja später auch reingehen können. Jetzt der Mund. Das wird kompliziert, Leute. Ich habe mir hier mal kurz einen Creeper-Kopf aufgemacht. Okay, das sieht so aus. So, ne? Okay, Leute, ich weiß nicht, wo das hier hinführt. Ich glaube, das sieht cool aus. Okay, warte, wir testen das mal. Jetzt müssen wir hier wieder das so machen. Alles hier schwarz. Und zack. Und wir gehen mal hier raus, dass wir mal sehen, wie das vorne aussieht. Und yo, das sieht mega aus wie ein Creeper. Leute, wollen wir dem Augenbrauen geben? Wartet mal, Leute, der kriegt blonde Augenbrauen. Hier mal gucken. Also ich habe blond eingegeben. Da gibt es natürlich nichts. Okay, das sieht mega blöd aus. Wartet mal, werden wir das schwarz machen? Melina, wie baut man denn Augenbrauen? Das sieht nicht cool aus. Augenbrauen? Der hat eine Monobraue, Leute. Deine Augenbraue. Nein. Guck dir doch mal meinen Skin an im Tab. Ja, ja, so habe ich die gebaut, aber das sieht nicht cool aus. Dann hast du was falsch gemacht. Ja, ich glaube auch. Ja, das passt, Leute. Der hat auch so eine schöne Textur. Aber wir müssen das natürlich noch irgendwie ein bisschen besonders machen. Passt auf. Wir machen... Was zeichnet denn ein Creeper aus? Explodieren. Oh ja. Also brauchen wir... Okay, wir brauchen Rot. Welches Rot ist am schönsten? Und zwar, Leute, machen wir hier so eine Feuerdeko auf jede Seite. So. Gesundheit, Elina. Dankeschön. Leute, was... Ja, guck mal, das ist so eine Flamme. Das ist übel cool. Vielleicht noch mit Orange. Wartet mal, ist das hier so orange? Ja, da machen wir hier noch so ein bisschen Orange rein. So, yeah, das ist mega cool. Okay, das machen wir jetzt auf jede Seite. Es muss halt vielleicht ein bisschen größer, oder? Mein Creeper ist zu dick. Oh, Elina, er muss ein bisschen abspecken. Oh ja, das muss er wirklich. So, flammenmäßig
Gefällt mir. Sieht das aus, als ob der so ein bisschen explodieren würde. Ist cool, ist cool. Das müssen wir jetzt auf jeder Seite noch machen. Hier hinten müssen wir aber... Wir brauchen noch eine Idee für den Eingang, Leute. Was zeichnet denn Creeper noch aus? Ja, irgendwie nix. Schießpulver, so Schwarzpulver. Aber das bringt uns ja nix, Leute. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Leute. Ich hab ne Idee für den Eingang. Das wird cool, das wird cool. Und zwar... ich hab eine richtig gute Idee, Lina. Und zwar, Leute, machen wir hier so eine Art... Wartet mal, reicht es auch, wenn wir das ein Block groß machen? Nein. Und zwar machen wir hier so eine Art Zündschnur als Eingang. Ja, hier ist der Eingang. Der muss auch komplett schwarz sein. Jetzt haben wir die Zündschnur gebaut. Jetzt brauchen wir Quarz. Na, wisst ihr schon, was ich hier hinbauen werde? Ich baue so ein... ich weiß nicht genau, wie die Dinge heißen, aber da drückt man so einen Hebel runter und da macht's BOOM! So eine Art, wie nennt man das, Elina? So für... Zündschnur? Ja, nee, nicht eine Zündschnur. Da ist die Zündschnur dran und dann so der Aktivierer quasi. So, jetzt brauchen wir irgendwas, was nach Metall aussieht und etwas, was nach Holz aussieht. Das heißt, wir nehmen hier auf jeden Fall schon mal Holz. Oh Gott, die ganze Holzdeko braucht hier doch niemand. Was ist das denn? Strahl? Oh Gott. Hier! Holz, das sieht gut aus. Und wir brauchen irgendwas, was... Das sieht wie Stahl aus. Graue Wolle. Ja. Yeah. Oder Zack. Eisen. Nee, nee, Eisen sieht ja so weiß aus. Ne? Ist ja blöd. So. Oh. Ja, so. Ist, und jetzt ist hier so der Hebel drauf. So. Okay, wartet mal. Haut das hin. Ja, das ist mega cool. Wir sind fertig mit den Flammen. Ja, das hat sogar ein richtiges Thema jetzt bei mir, Elina. Weil dieser Sprengknopf, nenne ich das Ganze mal, der lässt den Creeper-Kopf explodieren. Oh, also, ne, nur, also nur zur Demo natürlich explodiert das Haus nicht wirklich. Also ihr könnt hier ruhig einziehen, kein Problem. Und dann gibt es hier die Flammen. Cool, okay. Jetzt müssen wir nur noch uns an die Inneneinrichtung machen. Dann sind wir schon fertig. Da soll man auch drin wohnen können? Ja, natürlich. Wo soll denn der Creeper-Gott sonst wohnen? Der braucht doch auch ein Haus. Ich dachte, das wäre nur so eine Gabe an ihn. Ja, ist es ja auch. Ein Haus, wir schenken ihm ein Haus. Aber da passt er doch niemals rein. Ist der Creeper-Gott wirklich so klein? Ja, der kann ja jede Form annehmen, Elina. Ist ja komplett egal. Ein Sideboard hin. Und hier kommt erstmal ein fetter Flatscreen-TV hin. Oder ist das... Nein, das ist... Ja, so wird... Das ist alles ein Fernseher hier, Leute. Was seid ihr davon? Oh. Das geht leider nicht so. Das ist alles ein Fernseher. Hier, und das, na, da oben, das ist halt, weiß ich nicht, das sind die Antennen. Das sieht aus wie Mickey Mouse irgendwie so ein bisschen. Oh Mann. So, das muss hier noch weg. Genau. Gut, dann haben wir hier schon mal einen schönen Fernseher. So, ne, wartet mal. Hier kommen die Boxen hin. Genau, das sind die Boxen. Ja, genau. Ja, wartet mal, müssen wir anders machen. Die Boxen müssen wir, die stehen da nicht auf dem Boden, Leute. Die müssen hier auf dem schönen Holztisch stehen, so. Da machen wir hier eine Couch hin. Die Couch machen wir. Wie soll es auch anders sein? In Giftgrün. So, hier ist die Couch. Wie kriegen wir das hin am besten, Leute? Das ist hier so eine coole So vielleicht. So, so, so. Ist das eine, sieht das aus wie eine Couch? Ja, das sieht aus wie eine Couch. So, hier machen wir dann nochmal einen Tisch hin, damit der da alles lagern kann, was er so braucht. Ja. Fetter Fernseher, Couch am Start, Tisch am Start. Eine Lampe wäre halt wahrscheinlich noch ganz gut. Andere coole Idee, der hat unter dem Fernseher so LEDs. So, und das ist gleichzeitig auch die Lampe. Ja, okay, gut. Elina, ich bin ehrlich gesagt fertig. Noch kurz einen Eingangsbereich hier. Auch noch ein bisschen. Dann bin ich durch. So, hier ist so ein, hier ist so ein Kleiderschrank. Ja, und hier ist so eine Bank, da kann man sich hinsetzen. Und hier ist noch so eine schöne Blume. Jetzt haben wir hier noch eine Topfpflanze. So, gucken wir uns das Ganze mal in groß an. Ich bin gespannt. Wir machen uns groß. Hui. So, okay, zeigt mal hier. Ja, sieht cool aus, finde ich. Find's cool. Ist cool geworden. Auf jeden Fall kreativ, Leute. Ja, dann warten wir mal auf Elina und dann vergleichen wir, wer was gebaut hat. Okay, dann komm mal rüber. Wir schauen uns erst mal eins an. Jawohl. Oh, ich bin ja noch so klein. Wow, jetzt bin ich schnell. Das sieht voll gut aus. Ja, so ist halt simpel, ja, aber kreativ. Also, ich erkläre es mal kurz. Ich meine, man sieht ja alles. Oh, das ist mega.
Alter, was ich habe einen Creeper-Kopf und den kann man, ne, weil passt ja zum Thema, kann man hier zum Explodieren bringen mit der Zündschnur. Die Zündschnur ist mir nicht so gut gelungen, aber ich wusste nicht, wie es war. Man soll ja auch durchlaufen können, so einfach. Und dann gibt es hier die Flammen, ne, weil er explodiert. So, dann gehen wir mal rein, Elina. Ich habe nämlich noch ein Highlight, was dir ganz besonders gefällt. So, Bin zu dick. Jetzt. hier ist ein fetter Kleiderschrank, hier ist so ein kleiner Hocker mit einem Blumentopf, ja. Dann gehen wir hier mal durch. Hier haben wir einen mega Flatscreen-TV, Elina. Alter Schwede! Hier haben wir links und rechts sogar Boxen und LEDs darunter, die leuchten. Ja. Mit einer fetten Couch hier mega auch. Mega cool. Und ja. Ja, das war's. Mehr hat mein Creeper nicht zu bieten, nur einen fetten Fernseher. Ja, bei mir sieht's ja nicht anders aus, ey. Komm mal rüber. Das okay. ist eine Katastrophe. Es ist eine es ist voll hässlich. Bin unterwegs. Ja. Nein, das ist locker nicht hässlich. Es ist eine Katastrophe. Oh, das ist... Aber der sieht voll special aus. Ich finde das eigentlich voll cool. Jo, ja, mit einer Emerald-Krone, Smaragd-Krone, Diamant-Augen und Diamant-Mund und Gold-Körper. Hä, ist doch voll cool. Ja, aber irgendwie ist der nicht so geworden, wie ich das haben Mond, wollte. Ich glaube, du musst den Mund größer machen, oder? Dann sieht es, glaube ich, cooler aus. Ne? Ah, und hier geht's nach oben. Genau, hier geht's nach oben, aber hier... Sollte es zumindest. Du musst hier so ein kleines Jump machen. Pause. Echtes? Nein, oder? Ja, komm, hier hat keiner gesehen. So, Und dann führt ihr noch eine Riesentreppe hoch. Oh, also, da hat man gleich den Morgensport. Muss zu meiner Verteidigung sagen, der Creeper war von außen so teuer, dass es leider noch für ein Sofa, ja, einen stimmt, Tisch und einen Gold und Diamant hat. Und so, ist ja krass. Ja. Da hast du dein ganzes Sparschwein hier gekillt für. Genau. Ja, und das haben wir hier. Was ist das hier in der Ecke? Das sind die Augen von innen und das da sind Boxen so. Ah, Boxen. Und das ist auch ein Fernseher, ein fetter. Jetzt sehe ich das erst. Na klar. Ja, was ein bisschen, nur ein fetter aber Fernseher. Guck mal, wenn man hier sitzt, ist man ja voll der Gearschte. Ja, man kann doch trotzdem was sehen. Okay, ich sitze hier. Ich sitze hier. Ja, cool, gefällt mir, finde ich nice. Das waren zwei sehr kreative Angebote für den Creeper-Gott. Ich bin gespannt, ob er die annehmen wird. Also ich denke mal schon, das ist ja ziemlich easy. Und ich hoffe, euch hat die Episode auch gefallen. Wenn ja, Leute, dann habt ihr jetzt drei Aufgaben. Aufgabe Nummer 1, das Video liken. Aufgabe Nummer 2, meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und Aufgabe Nummer 3, auf das Video klicken, um direkt zur nächsten Episode zu kommen und da auch was ziemlich Cooles anzusehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch da auch anzutreffen. Elina hüpft hier spaßig rum. Ja. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.